Hallo und willkommen zurück bei Obscuritas. Nach dem Spiegelkabinett kommt jetzt das Riesenrad. Zumindest sah es auf dem Bild so aus. Komm, ein bisschen schneller, hopp-di-hopp. Können wir nicht einfach da bleiben, wo es Licht hat? Ach, so schlimm war es bis jetzt nur selten. Ach, das schaffen wir, das schaffen wir. Nachladen. Nehmen und... Ui! Hehe. Nein, 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 nein! 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 Fuck! Nein! Kaum war reingesprungen, schon wusste ich es. Das war die scheiß dämlichste Idee, die ich je gemacht habe. Nein! Gut. Beenden. Anders kommen wir hier nicht raus. Gut, da. Riesenrad. Ja, dieses Bild hier sah ja nach Riesenrad aus, also wird das schon stimmen. Nachladen. Und ja, ich sag immer nachladen, wenn ich die Batterie nachlade. Gut, und jetzt... Und jetzt nicht wieder auf die geniale Idee kommen, einen Schwachsinn zu machen. Nur um zu schauen, was, wie, wo ist. Okay, das geht. Ja. Okay, gut. Das geht schon mal ganz schön tief runter. Okay. Also vor einer Treppe runtergehen habe ich keine Angst. Kein Millimeter. Vor was ich am meisten Angst habe, ist diese riesige Treppe wieder hochlaufen zu müssen. Im Spiel geht's. In real life. sind das Glühwürmchen? Oder sie kommen alle von hier? Sie kommen aus dem Boden und gehen zum Licht. Gut. Hier kommen sie auch aus dem Boden, gehen aber nicht zum Licht. Nö. Okay, hier gibt es ein Hundi. Eine Kiste? Komm, wir springen rein und kommen nie wieder raus. Sollte mit dem Scheiß aufhören. Okay. Dosenfußball, yeah! Okay, da ist das Riesenrad. Bitte was? Okay, ich kann leider nicht reinschauen. Die schaut uns an. Hallo, kleines Mädchen. Kann ich etwas drücken? Komm schon. Komm. Moment, wo sind deine Beine hin? Glaubst du, ich habe Angst vor dir? Ha? Ha? Komm her. Komm. Ich sag lieber nichts mehr.
Bam, bam, bam. Oh, das kann ich nicht kicken. Gut, auf das Riesenrad. Ob das eine gute Idee ist, darauf zu gehen? Aha. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, es gibt noch sehr viel vor uns. Also es ist noch viel, viel vor uns. Die Frage ist nur was, wann und wie. Hier geht es schon wieder raus. Okay. Nein, in diese Baracke können wir nicht reingehen. Dann gehen wir mal. Es ist weg. Also, sie ist weg. Moment. Diese Map oder dieser Tag heißt Riesenrad und wir können nicht mal auf das Riesenrad. Boah. Schiebung! Okay, ich sollte vielleicht nicht die ganze Zeit dumme Sprüche. Da hat doch etwas geflackert. Oh, wir können über Metall laufen. Putschauto. Ich glaube, der da hat Saft. In dem können wir einsteigen und gegen andere Putschauto fahren. Oder auch nicht. Schade. Und Kick! Und Kick! das ist nicht witzig, nicht witzig! Komm! Hey, was willst du, hä? Ha? Trotzdem nur herzukommen, wenn ich nicht hinschaue, nicht wahr? So wie all die anderen auch. Okay, jetzt ist alles wieder normal. Ich glaube, ich habe da einen Hundi gehört. Blöde Schlampe. Nein, ich will da drauf. Können wir sie... Oh, die sind aus hundertprozentigem Stahl. Da drüben läuft die Achterbahn noch. Und da ist wieder ein Schatten. Hallo. Weg. Na, Hundi. Du möchte gern Kleffer. Und jetzt muss nur noch...
Das Gitter hinter mir aufgehen, so bang. Und der kommt hinterher gelaufen. In einen Affenzahn und... Verdammt, ich würde da... Moment, was ist das? Okay. Da war doch gerade ein kleines Auto. Und wir können nicht drauf. Da ist das Auto. Mhm. Immer noch da. Nicht mehr da. Okay. Carnival. Ich glaube nicht mehr, dass das die Hundis von gerade eben waren. Da. So, wir laufen einfach mal. Moment, kennen wir? Nein, das kennen wir nicht. Dort drüben ist ein Piratenschiff. Ist das die Piratenbucht? Und weg ist er. Sobald man nicht hinschaut, ist es weg. Mhm. Geht es hier weiter? Cool. Das sieht schon alt und verlassen aus. Gut von mir aus. Dann halt eben weiter geht's. Ich glaube langsam, ich werde zum alten Mann bei diesem Let's Play. Na, kleines Automobil. Und weg ist es. Gut. Aha. Okay, da ist schon wieder eins. Moment mal, ist das ein Ford? Warum brennt da Licht? Und weg ist es. Bup, erschreckt. Okay. Das sieht zwar schon mega cool aus und die sind weg. Und zu einem Vergnügungspark würde ich auch gerne mal gehen. Vielleicht am helllichten Tag, wenn die Fahrgeschäfte alle offen sind und es annehmbar ist. Moment mal, ist das eine Geisterstadt? Okay, da rein können wir nicht. Es ist eine zu große Fläche, um dass nichts passiert. Und diese Musik im Hintergrund, dieses... Okay, das Rascheln im Gras oder im Busch.
Ein Hai? Ja, klar. Ein Hai. Wer hat's überlebt? Indem es hilflose kleine Passanten gefressen hat, die über die Brücke wollten? Mhm. Oh. Blöder. Ich habe so stark damit gerechnet, dass etwas passiert, dass ich mir dachte, passiert doch nicht und dann passiert es doch. Verdammt. Mein Herz. Okay, dieses Bild gibt mir zu denken. Och nö. Okay. Gut, eigentlich ist das sogar süß und gut gemacht. Was ist das? Oh, eine Krähe. Und hier haben wir eine Spinne. Von mir aus. Was haben wir hier? Blöde Puppe. Wie sollen wir sie nennen? Emma? Nein, Emma Watson ist eine schöne Frau. Und ich würde sie ungern mit diesem... Okay. Jemand rief... Okay, das ist schon cool. Moment mal. Ich hab bereits... Ich steck sie dir sonst wohin, aber nimm sie mit. Es ist zwar schön, aber... Ernsthaft? Okay, da ist die Riesenschlange... wo wir schon mal gesehen haben. Oh, süß. Können wir nicht wenigstens mit dem Fahrgeschäft fahren? Ich will doch nicht selbst laufen. Okay. Was haben wir hier? Hm, ein Waldschrat. Ja. Nett. Gut, ich lasse das Licht aus für mehr Atmosphäre. Nicht schlecht gemacht. Ups. Aber es wäre irgendwie toll gewesen, wenn noch ein Kopf da rausgeschaut hätte, also durch die Fenster, so ein menschengroßer Kopf oder die Puppe. Ja. Moment. Wir sollen jetzt über den Friedhof gehen. Gut. Ah, das sind Robohaie. Das dachte ich mir auch, als vorhin ein Hai uns entgegensprang, aber jetzt hier sah man es sehr gut. Hm, ein Drache. Cool. Ich liebe solche Fahrgeschäfte.
wenn man die Sachen genießen kann und schauen kann, was da los ist. Okay, ich dachte schon, jetzt kommt... So. Okay, ich dachte schon, hier passiert noch etwas anderes. Gut. Kein Problem, kein Problem. Gut. Ein bisschen Spinnweben. Ist das auch bei den echten Fahrgeschäften? Werde ich irgendwie... Mit ihren 6 Augen sieht sie irgendwie süß aus. Oh, und diese Fangzähne. Also für jemanden, der vor Spinnen Angst hat, wäre das sicherlich kein netter Anblick. Aber hier... Und für mich? Oh, Moment. Nein, da kann man nichts machen. Wie sollen wir da weiterkommen? Ah. Okay, hier kann ich kein Licht anmachen, oder? Nein, es hat so... Ich bin mir nicht sicher, aber ist dieser Drucker noch ein bisschen überdimensional? So viel ich weiß, sind sie zwar groß, aber so groß? Das ist, glaube ich, übertrieben. Außer man will eine DIN A4 Blätter drucken. Oh, hi Walter. Alles klar bei dir? Hier ist also die... Die Werkstatt. Ist das eine... Ah, das ist eine Drechselbank. Nett, nett. Die Knöpfe können wir nachts machen. An den Knöpfen können wir nichts machen. War das schon vorher da? Ja, wir haben was. Ja, ja. Mit anderen Worten, hier gibt es eigentlich Strom. Und wie kann diese Puppe bitte schon stehen? Mit nur einem Bein. Schräg. Dieser Drucker ist doch irgendwie zu groß. Okay. Theoretisch könnten wir da hochgehen. Praktisch sieht es nicht so gut aus. Und weiter will ich gar nicht erörtern. Gut. Und was ist jetzt passiert? Passiert nichts. Eine Stempelkarte. Moment. Bedeutet das, dass 2 Leute hier noch sind und arbeiten?
Und hier können wir nachts anmachen. Alles nur stockfinstere Nacht. Obwohl, es muss ja nicht mal Nacht sein. Hier unten ist es so oder so dunkel. Da kommt kein Licht hin. Können wir etwas... Diese Scheißpuppe, die schaut in unsere Richtung. Ja. Blöde. Ich muss einen passenden Schlüssel dafür finden. Denn, okay. Kleine verblödete Puppe. Ihr macht mir keine Angst. Ihr seid nur Puppen. Puppen, die mich anschauen. Okay, ganz ehrlich. Nicht nur im im Spiel kann ich es leider nicht machen, aber in echt würde ich diesen... Wo ist die Puppe, die gerade vorhin noch da war? In echt würde ich diesen Schraubenschlüsselgedingens nehmen und dir jede einzelne weghauen. Und hoffen, dass sie unten bleibt. Wenn sie sich noch bewegt oder so draufhauen, bis sie sich nicht mehr bewegt. Okay. Ihr seid nur Luschen. Verschlossen, ich brauche den richtigen Schlüssel. Verschlossen. Okay, hier sind die Kulissen für die Bahnfahrt gerade vorhin. Jö, süß die Spinne. Okay, langsam kriege ich wegen euch eine Paranoia. Wo ist das? Nichts. Okay. Moment. Moment. Ja. Ihr seid Puppen, ihr seid da. Schön für euch. Ich muss etwas überprüfen gehen. Wir haben ja einen Schlüssel gefunden. Ist es für diese Tür hier? Nein. Okay, dann müssen wir irgendwann mal wieder hier runterkommen. Okay, mir wird gerade ein bisschen schwummerig bei diesen Puppen. Ja. So, Moment. Okay, hier gibt's nichts. Ernsthaft? Gut, und jetzt sind wir in ein Ding. Bitte was? Wo?
Hä? Wie kommen wir... Egal. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.